eben jetzt neu mit der Arbeit angefangen habe. Und Martin hatte das eben schon erwähnt, es ist quasi die pure Leidenschaft, die mich zu diesem Thema auch getrieben hat. Und dadurch habe ich eben auch bei dem Vortrag von Judith schon gedacht, unterschiedlicher könnten unsere Ansätze oder auch, ich komme darauf gleich, Wahrnehmung und Weltbilder gar nicht sein, weil ich halt komplett das Gegenteil von einem technischen oder rationalen Ansatz habe, sondern, haben wir gestern beim Abendgespräch auch schon gehabt, einen intuitiven, genau, und bin halt Landschaftsarchitektin jetzt im Herzen seit 10 Jahren und fange jetzt mit meiner Dissertation an. Ich habe meinen Vortrag heute in drei Teile gegliedert, weil ich denke, also es sind zwei Was-wäre-wenn-Fragen. Das ist sozusagen der Tenor meines ganzen Vortrags heute, weil ich finde, diese Anthropozän-Debatte, die bringt uns halt dazu, grundsätzlich nochmal über ganz andere Dinge nachzudenken und nicht mehr diese lineare Entwicklung, die wir vielleicht die letzten Jahre immer fortgegangen sind, weiterzuführen, sondern wie so einen Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt müssen wir nochmal alles überdenken, weil es geht um uns als Menschheit, als Ganzes, um unser Leben auf der Erde und darüber, wer wir eigentlich sind, wie wir uns selbst auch definieren als Menschen. Und ich werde einen Hauptteil auch auf Bruno Latours Manifest beziehen, das ich halt immer wieder gelesen habe, weil er für mich als erster diese Radikalität des Themas deutlich gemacht hat und wie politisch es im Grunde auch ist und wie es aber eben gleichzeitig auch diese philosophischen Fragen berücksichtigt, nämlich wer sind wir als Mensch oder wer bin ich als Mensch und wie sehe ich die Welt? Und weil ich nun eben Landschaftsarchitektin bin und wir ja Räume entwerfen, die, Martin hat es ja in seiner Diss damals klar gemacht, entwerfen ist ja kein rein künstlerischer Vorgang, sondern ist ja eine Kombination aus rationalem Denken und quasi ja, intuitiven Zugang zum Raum auch und einer Wahrnehmung. Und weil das eben genau beides ist, ist es für mich ganz wichtig geworden in meiner Reflexion bisher, dass wir wissen, wie wir selbst die Welt wahrnehmen, wenn wir entwerfen. Also was ist mein Weltbild, wenn ich in den Raum gehe? Weil nur wenn ich weiß, was ich dort sehe oder reflektiere, was ich wahrnehme, dann kann ich daraus auch einen Entwurf machen, der vielleicht eben den Status quo aufbricht. Und das, finde ich, hat Latour deutlich gemacht, dass wir, wenn wir heute über Raum sprechen und den Raum verändern wollen, nicht mehr diese lineare Entwicklung weitermachen können oder weiter betreiben können, sondern den Status quo aufbrechen müssen. Ja, zum ersten Punkt. Latours Aufruf, alle alten Fragen neu zu stellen, klingt wortwörtlich so, ich zitiere: Was ist ein Mensch, ein Territorium, eine Politik, eine Zivilisation? Zitat Ende. Unsere Sicht auf die Welt, unser Weltverständnis, das ja in unseren Landschaften gespiegelt wird, baut immer noch, wie ich finde und wie Biologen heute nachgewiesen haben, auf der fa als falsch nachgewiesenen Grundlage Charles Darwins auf, dass der evolutive Erfolg einer Spezies auf der Fähigkeit abhänge oder von der Fähigkeit abhänge, sich anderen gegenüber durchzusetzen. Da beruht ja auch unser ganzes Wirtschaftssystem drauf. Und inzwischen haben aber eine Vielzahl von Biologen, unter anderem Lynn Margulis zum Beispiel oder auch Joachim Bauer, nachgewiesen, dass, nicht nur, dass es nicht nur falsch ist, sondern dass das Gegenteil richtig ist, dass wir nämlich oder dass das Leben an sich auf der Erde seit dem Ur-Ur-Anfang auf Koexistenz und Kooperation beruht und eben nicht auf der Konkurrenz oder dem Recht des Stärkeren. Und dass alles Leben von der Bakterie bis zur Zelle und bis zu den Säugetieren und überhaupt alles, die Bäume, alles miteinander irgendwie verbunden ist und die Biologen halt nur noch nicht herausgefunden haben, wie es genau funktioniert, aber dass da weitaus mehr passiert an Austausch und Kommunikation, als uns bewusst ist oder immer war, weil es jetzt ja anfängt, uns bewusst zu werden. Deswegen stelle ich die Frage, und darauf kam ich über das Buch oder den Titel des Buches von Richard David Precht, das gerade im Buchhandel liegt. Der fragt nämlich im Untertitel seines Buches, wie werden wir leben? Und da habe ich gesagt, das ist ein völlig falscher Ansatz, weil das impliziert, dass wir gar keine Wahl haben. Und da bin ich halt nicht mit einverstanden, weil
wenn wir jetzt feststellen, dass wir die Erde so stark umgestaltet haben, die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, dann haben das ja auch wir getan und nicht irgendjemand für uns oder irgendwer von außen. Und deswegen sollten wir uns jetzt die Frage stellen, wie wollen wir leben und nicht, wie werden wir leben, weil wir sonst eben nicht so viel Mitspracherecht sozusagen haben, das wir aber, finde ich, schon haben sollten. Das erste Zitat von Bruno Latour lautet: Haben Sie schon bemerkt, wie anders Ihre Gefühle sind, je nachdem, ob man Sie bittet, die Natur zu verteidigen? Das ist ein Zitat, zum Gähnen langweilig, oder Ihr Territorium zu verteidigen, und schon stehen Sie Gewehr bei Fuß. Das bezieht sich daher, also darauf, dass diese Naturschutzdebatte in den letzten Jahren vielleicht oft sowas hatte von nice to have oder lassen wir die Ökologen reden, aber das echte Leben kann eben die Ökologie gar nicht mit einbeziehen, weil es geht um Effizienz, was wir gestern auch schon hatten, und es geht immer um Geld und so weiter. Und Latour bricht das halt jetzt auf und sagt, es geht nicht mehr um Naturschutz im Sinne von, sind die Wälder nun bedroht durch sauren Regen, wie es in den 80ern die Diskussion gab, oder nicht, sondern dass es halt um unser Leben auf der Erde als Menschen geht. Er fragt weiter, es ist eine Frage der Verbundenheit, der Lebensweise, die man uns gerade entreißt, des Bodens, des Eigentums, die unter unseren Füßen entgleiten. Da habe ich nach einem Beispiel gesucht, also als Bild, was das sein könnte, was uns den Boden entreißt, und dachte dann, wieso entgleitet? Ist er uns nicht vielleicht schon längst entglitten? Und da habe ich an ein Entwurfsprojekt gedacht. Wir waren vorletztes Jahr in Sao Paulo und sollten ein städtebauliches Projekt zum Tamanduatei machen. Das ist dieser Fluss hier in der Mitte. Und ich war selten in meinem Leben, noch nie bisher in meinem Leben, so geschockt von einer urbanen Landschaft, die also so unmenschlich auf mich gewirkt hat wie noch keine. Das ist also nicht nur so, dass der einbetoniert ist und dann rechts und links nur große Verkehrsstraßen laufen, sondern der hat bestialisch gestunken. Und es ist aber auch kein reines Industriegebiet gewesen oder so, sondern ein Wohngebiet. Also der einzige Freiraum in diesem ganzen großen Quartier war eigentlich der Fluss, nur dass er nicht zugänglich war und total giftig. Und da habe ich mich gefragt, als Menschen solche Städte gebaut haben und mit diesem Fluss in der Art und Weise umgegangen sind, da müssen wir doch schon diesen Bezug zur Erde, den Latour jetzt wieder anregen will, dass wir darüber nachdenken, verloren haben, weil sonst hätten wir doch sowas gar nicht bauen können. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie leben in der Nähe dieses Flusses und wie anders es sich anfühlen könnte, Sie leben in der Nähe eines solchen Flusses. Nun hat die Isar vor dem Umbau oder vor der Renaturierung sicherlich nicht so ausgesehen wie der Tamanduatei, aber diese Räume haben eine unglaubliche Wirkung auf den Menschen und auf das Gefühl, Mensch zu sein, vor allen Dingen in der Stadt. Und da finde ich auch, stellt sich die Frage nicht mehr, machen wir das oder machen wir das nicht, dass wir aus solchen Flüssen solche Flüsse machen, sondern das ist eine existenzielle Sache. Und wir müssen ja auch daran denken, dass wir es hier, vor allen Dingen die Münchner, gut haben, diesen Fluss jeden Tag besuchen zu können, wenn sie es denn wollen. Wenn wir daran denken, dass die meisten Menschen bald in Städten leben werden, fast 80% der Weltbevölkerung, aber die meisten Städte oder gerade auch die schnell wachsenden Städte, die Riesenmetropolen in anderen Teilen der Welt, mit solchen Problemen zu kämpfen haben, dann muss viel passieren. Ja, und ich glaube, dass das halt passieren konnte oder auch zum Teil immer noch passiert, dass Freiräume nicht so gebaut oder auch das Potenzial der Freiräume so genutzt wird, wie jetzt zum Beispiel bei der Isar, daran liegt, dass diese Verbundenheit, dieses Gefühl, dass unsere Welt auch so aussehen könnte, dass das halt verloren gegangen ist. Deswegen frage ich als zweites, das ist eine sehr provokante Frage, was wäre, wenn Landschaftsentwerfen zum Ausdruck der eigenen Wahrnehmung der Welt würde? Weil ich natürlich weiß, dass jeder Entwurf immer ein Ausdruck des eigenen Weltbildes ist. Aber ich frage mich halt, worauf unser jetziges Weltbild oder das Weltbild, das wir gerade haben, eben beruht.
Lynn Margulis ist eine Biologin, die hat fast ihr ganzes Leben gegen die gängigen Meinungen ihres Fachs angehen müssen, bis ihre Forschung, weil sie nämlich völlig neue Ergebnisse hervorbrachte, endlich anerkannt wurde. Die schreibt, jeder von uns ist in seiner eigenen sicheren Wirklichkeit verwurzelt und unser Weltbild prägt das, was wir sehen. Jede Idee, die wir als Tatsache oder Wahrheit akzeptieren, ist in ein umfassendes Denkgebäude eingebettet, dessen wir uns in der Regel nicht bewusst sind. Und das finde ich halt so wichtig, dass wir uns das jeden Tag mehrmals bewusst machen, dass alles, wie es ist, die Welt, wie sie sich uns zeigt und das, was wir denken, nicht die einzige Möglichkeit ist, sondern dass wir da eben aufbrechen müssen, was quasi da ist, weil ja, wir nehmen es ja manchmal eben gar nicht mehr wahr, weil es so normal geworden ist. Wir finden es normal, dass die Städte heiß sind, dass sie voller Verkehr sind, dass die Luft schlecht ist und stellen das eben gar nicht mehr in Frage, ob das so das Leben sein muss, das wir leben wollen, wenn wir daran denken, dass wir fast alle bald in Städten leben werden oder es schon tun. Deswegen frage ich, was passiert, wenn wir uns dieser von uns selbst oder der Gesellschaft auferlegten Grenzen bei der Gestaltung unserer urbanen Landschaften im vollen Maße bewusst werden würden? Bruno Latour schreibt, dass es eine Frage der Verbundenheit und der Lebensweise sei, die uns eben gerade unter den Füßen weggerissen wird. Ich empfinde es so, dass wir in diese Situation nur gekommen sind, weil wir eben diese Verbundenheit zur lebendigen Welt, zum Terrestrischen, weil die uns fehlt oder vor langer Zeit abhanden gekommen ist. Andreas Weber ist Biologe und Philosoph und er sagt, sich lebendig zu wissen, ist eine grundlegende Voraussetzung des Menschen, die uns mit allen lebendigen Organismen und mit der Natur verbindet. Das heißt, dass wir dieses Gefühl von Verbundenheit mit dem, was uns an lebendigen Dingen umgibt, notwendig zum Menschsein überhaupt brauchen und dass wir, wie soll ich sagen, nur halbe Menschen sind, wenn wir das nicht haben. Und wenn wir immer nur von Beton und Stahl umgeben sind, dass da eben dann was fehlt. Er sagt, dass in seinen Büchern, dass alles Lebendige in unzähligen Beziehungen miteinander verbunden ist. Und er hat viele Bücher zu diesem Thema inzwischen geschrieben, auch sich direkt mit dem Anthropozän auseinandergesetzt. Was aber in seinen anderen Büchern, finde ich, da schreibt er essayistische Texte, besser rüberkommt, ist, dass, er war halt mein persönlicher Durchbruch bei diesem Thema, denn ich habe durch ihn erst so richtig verstanden, worum es eigentlich geht oder dass es eben jetzt bei der Anthropozän-Debatte nicht, wie wir das gestern kurz hatten, dass es ein neuer Name für eine alte Diskussion ist oder eine alte Debatte, sondern dass sich die Umstände derart verschärft haben, dass wir unsere Definition als Mensch und unsere Weltwahrnehmung komplett verändern müssen, um jetzt eben andere Lösungen hervorzubringen. Wir haben als Gesellschaft, denke ich, inzwischen genug Wissen, um auf der Grundlage der von den Naturwissenschaftlern nachgewiesenen und von den Gesellschaftswissenschaftlern geforderten Verbundenheit zwischen allem Lebendigen Landschaften zu gestalten, die diese Verbundenheit als Raum erlebbar machen. Also wie ich finde, dass die Renaturierung der Isar zum Beispiel ist da sehr gut gelungen, weil es eindeutig eine umgebaute Landschaft ist, die aber ästhetisch, also in der Wahrnehmung aller Sinne, mit allen Sinnen, eine ganz andere Verbundenheit herstellen kann. Und es gibt heute, das hatte Martin ja auch kurz angesprochen, keine Grundlage mehr, die Landschaft oder die Natur als ein Gegenüber des Menschen und seiner Kultur zu verstehen. Denn der Mensch ist selbst Natur und aufs Engste mit allem Lebendigen verbunden. Jede Trennung zwischen Stadt und Land ist zudem seit mindestens Jahrzehnten nicht mehr existent. Das hatte Undine Giesecke ja gestern angesprochen, dass wir immer noch versuchen, die Welt irgendwie abzugrenzen gegeneinander, die einzelnen Erscheinungsformen von Landschaft. Und diese Grenzen gibt es heute nicht mehr. Jeder Gedanke, jede Arbeit, jedes wissenschaftliche Ergebnis ist immer persönlich und drückt die eigenen Werte und Vorstellungen und oft auch die des gesellschaftlichen Status quo aus. Vor allem, wenn solche Werte, die in der Geschichte als vermeintliche Realität behandelt wurden, die heute unsere eigene Wahrnehmung eingrenzen, weil wir eben denken, es ist alles, wie es ist, sollten wir als Werte und Vorstellung einer anderen Zeit erkennen und aussortieren. Sprich, das, was sich heute noch zeigt, quasi als die Kinder eines Denkens, das vor 100, 200, 300, 500 Jahren die Menschen bewegt hat oder aus den Menschen hervorgekommen ist, dass wir das als Denken oder als räumliche Darstellung dieser Zeit erkennen und uns eben dann fragen, ob wir das heute noch brauchen.
Machen wir uns frei von dem Glauben, dass die Welt so ist und immer sein wird, wie wir sie gerade sehen. Denn das ist für mich ein Grund dafür, dass wir eben nur in dieser linearen Entwicklung vorankommen und nicht tatsächlich auch mal einen großen Sprung nach vorne machen können. Deswegen bin ich ein großer, also nicht nur deswegen Landschaftsarchitektin geworden, sondern weil ich finde, es wichtiger ist, eine Vision, eine gemeinsame Vision für den Raum oder auch für unser Leben allgemein auf der Erde zu entwickeln oder es gemeinsam zu erforschen und zu entwerfen, als unsere Entwürfe immer der Realität, der vermeintlichen Realität anzupassen, weil, und das weiß ich halt als Landschaftsarchitektin, das sehr schwierig ist, in dem, was ist, etwas groß zu verändern. Also gerade jetzt im Sommer wurde ja viel in den Zeitungen geschrieben, dass die Fassaden und die Dächer begrünt werden sollen, um die Hitze eben zu regulieren. Aber für mich ist Landschaftsarchitektur eben nicht das, weiß nicht, so ein Notfall-Kit-System, das zu tun, was geht, sondern im Grunde von vornherein auch Visionen für was ganz anderes zu entwickeln. Das möchte ich an einem Beispiel kurz erläutern. Unser Begriff von Urbanität ist geprägt, also das ist einer der Ikone eines Stadtplatzes, der Piazza del Campo in Siena, der, als dieser Platz gebaut wurde, war das Leben halt noch ganz anders. Es gab viel weniger Menschen und die Landschaft um diese Stadt rum war halt tatsächlich noch Land, das die Menschen auch mit ihren Händen berührt haben, weil sie da einen Garten hatten oder so einen Gutshof, wo Wein angebaut wurde. Und dann ist es was anderes, wenn man nur von Steinen umgeben lebt. Das ist halt heute anders. Aber gerade so wie jetzt heute in den Städten nachverdichtet wird, frage ich mich, wo da die Luft bleibt, weil wir ja auch außerhalb der Stadt diese Luft gar nicht mehr haben oder die Erde da auch nicht mehr berühren können. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir, wenn wir unsere Städte heute nachverdichten, dieses noch als Vorbild nehmen können überhaupt. Um jetzt nochmal die begrünten Fassaden und Straßen anzuregen, das soll New York sein. Da haben sich auch Climate Engineering heißt das, sind Architekten und Ingenieure Gedanken gemacht, wie man in New York, das ja nun auch vielleicht die Ikone für Urbanität immer noch in der Welt ist, wie man das aufbrechen könnte. Da ging es dann aber vor allen Dingen nicht nur darum, also ich bin jetzt, sag nicht, dass jede Stadt so aussehen muss, ich fand es nur interessant, dass ausgerechnet in New York radikal plötzlich die Idee aufkam, dass alles, was irgendwie Fläche ist, grün gemacht werden soll und zwar auch nicht nur für den Hitzeeffekt oder um den drunter zu regulieren, sondern damit Wildtiere dort leben können. Das ist ein weiterer Entwurf für New York. Der wurde entwickelt nach dem Hurricane Katrina, als sie gemerkt haben, dass sie sich gegen diese Sturmfluten in Lower Manhattan irgendwie schützen müssen. Und ich finde, wenn wir heute noch glauben oder denken, dass wir unsere Städte, dass das halt Städte sind, die immer dichter werden müssen, damit wir dieses Gefühl von echter Urbanität erleben und dann gerade in einer Stadt wie New York solche Bilder entwickelt werden oder solche Bilder, das ist ein Entwurf von Kate Orff mit ihrem Büro Scape, die möchte ein ganzes Riff, wo Austern gezüchtet werden sollen, vor New York hinbauen, einmal auch um als Hochwasserschutz, aber eben auch als Freiraum, der erlebbar ist. Das sind Pontons, also die schweben oder schwimmen auf dem Wasser und sind halt dann begehbare Stege sozusagen. Dass, wenn solche Bilder, wenn wir die für jede Kommune oder jede Stadt entwickeln würden, die quasi was völlig Utopisches erstmal darstellen, aber das eben sozusagen als Traum einer Entwicklung hin zu einer Verbundenheit oder einer Verwobenheit, wie Martin das genannt hat, zwischen Natur und Stadt, dann finde ich, können wir mit dem Gefühl Menschsein in der Stadt besser oder anders umgehen lernen, als eben nur mit, was auch schon eine große Idee wäre, aber nur mit solchen Ideen. So, und ich glaube, wenn wir es als Designer schaffen, in unzähligen vielen kleinen Schritten mit jedem Entwurf
beharrlich aufzuzeigen, was eben als mittel- und langfristiges Ziel in einem erweiterten Maßstab möglich wäre, dann könnten wir mittelfristig diesen gesellschaftlichen Status quo, dieses Hängen an dieser linearen Entwicklung aufbrechen und echte anthropozäne Landschaften entwickeln. Denn ich habe mich gefragt, wer soll denn diese Landschaften oder wer soll daran glauben, wenn wir diese Vision in Form vielleicht auch von Bildern oder auch Texten zu diesen Bildern nicht entwerfen oder nicht entwickeln als Alternative für diese Entwicklung Stück für Stück, die immer auf der Realität nur aufbaut. Denn ohne diese Bilder von einer Zukunft, wie es sein könnte oder von einem Wann, was wäre, wenn, dann können wir die Menschen auch nicht dazu inspirieren, ihr Leben zu verändern oder ja, anders zu konsumieren, sich anders fortzubewegen und so weiter. Denn das schreibt auch der WBGU, der Wissenschaftliche Beirat, in seinen Gutachten, wir brauchen diese große Transformation auch in der Lebensweise. Es geht nicht nur darum, Technik zu entwickeln, sondern eben auch die Lebensweise zu ändern. Ja, James Lovelock zum Beispiel, werden Sie kennen, wurde in einem Interview mal gefragt, warum er seiner Meinung nach die grüne Politik noch stärker habe durchsetzen können. Und er sagte darauf, dass die Grünen argumentieren seit jeher mit Schuld und die würde eben nicht alle überzeugen. Und in dieser ganzen Naturschutzdebatte oder jetzt auch in der Anthropozän-Debatte, die gibt es ja viele, die davon sprechen, dass wir sowieso untergehen werden als Menschheit. Aber das ist halt kontraproduktiv, weil es erstmal lähmt, anstatt dass wir kreativ mit den Aufgaben umgehen können. Ja, und ich finde, also für mich ist terrestrisches Entwerfen das Integrieren des vorhandenen Wissens in jedem Entwurf bei gleichzeitiger, verpflichtender Verbundenheit mit allem Lebendigen, die, finde ich, Andreas Weber so besonders betont und die mich auch echt überzeugt hat. Also, dass wir ab sofort in jedem Projekt die Landschaften oder Landschaften der Verbundenheit entwickeln, die dieses Entweder-Oder-Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken überwunden haben und zu einem Sowohl-als-auch-Denken kommen, die eben beides darstellen. Das Gute aus unserer jetzigen Lebensweise in Verbundenheit mit allem Lebendigen. Das waren noch Bilder dazu. Und schließen möchte ich meinen Vortrag heute mit einem Zitat von Maturana und Francisco Varela aus ihrem Buch Der Baum der Erkenntnis von 1984. Das waren beides Biologen oder eine lebt noch und Philosophen. Zu leugnen, dass die Liebe die Grundlage des sozialen Lebens ist und die ethischen Implikationen dieser Tatsache zu ignorieren, hieße all das zu verkennen, was unsere Geschichte als Lebewesen in mehr als 3,5 Milliarden Jahren aufgewiesen hat. Es mag uns ungewöhnlich vorkommen und wir mögen uns dagegen sträuben, den Begriff Liebe in einem naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu gebrauchen, da wir um die Objektivität unseres rationalen Ansatzes fürchten. Aus dem, was wir in diesem Buch aufgezeigt haben, sollte sich jedoch erhellen, dass eine solche Furcht unbegründet ist. Liebe ist eine biologische Dynamik mit tiefgreifenden Wurzeln. Und Sie sagen halt, und das finde ich wieder in Bezug zu dieser Konferenz so wichtig, dass die Anthropozän-Debatte, wofür sie auch steht, wir haben nur die Welt, die wir zusammen mit anderen hervorbringen und nur die Liebe ermöglicht uns, diese Welt hervorzubringen. Allein unser Tun, unsere alltäglichen Handlungen ohne Ausnahme, hilft, eine Welt hervorzubringen und zu etablieren, in der wir werden, was wir im Austausch mit anderen werden, in jenem Prozess des Hervorbringens einer Welt. Und ich glaube, wenn wir das als Grundmaxime nehmen und daran denken und das beherzigen, dann gelingt auch terrestrisches Entwerfen.